Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das in österreichischen Medien derzeit kaum vorkommt, nämlich der Aufstand von Bäuerinnen und Bauern in Indien. Seit über 2 Monaten blockieren sie die 4 wichtigsten Autobahnen in die Hauptstadt Neu-Delhi. Aber warum machen sie das? Die wohl größte Demo der Welt wurde im vergangenen September mit 3 neuen Gesetzen ausgelöst, die den Handel von landwirtschaftlichen Produkten neu strukturieren sollten. Der Handel wird bisher über gesetzlich geregelte Märkte abgewickelt, den sogenannten Mandis. Dieses Mandi-System ist keineswegs perfekt, aber es garantiert den Bäuerinnen und Bauern stabile Preise. Die neuen Gesetze sollen es möglich machen, dass auch außerhalb dieser Mandis unreguliert gehandelt werden darf. Das könnte dazu führen, dass große Konzerne ihre Verhandlungsstärke ausspielen und die Preise nach unten drücken. Schon jetzt leiden aber viele Landwirtinnen und Landwirte unter dem Druck ihrer Schulden und die Suizidrate ist sehr hoch. Nun möchte die Regierung verhandeln, doch ein Ende der Proteste ist nicht in Sicht.